wasn't pierced at all. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Landwirtschaftssimulator 2015. Und ja, meine Freunde, wir sind hier immer noch auf der Weide, wollte ich gerade schon fast sagen, auf dem Feld zugange. Und ja, falls du die letzte Folge gesehen hast, wirst du bemerkt haben, dass ich den Mähdrescher 2 Meter weiter nach vorne bewegt hat. Ja, ich weiß, es ist ein erstaunlicher Schritt. Nee, Spaß, ich wollte nur einmal testen fürs Together Let's Play, was ich ja wieder aufgenommen habe mit den Aerox. Ja. So. Strom natürlich ganz wichtig. Ja, aber auf jeden Fall habe ich das Together Let's Play wieder aufgenommen. Und ja, natürlich auf der Bandico Map. So wie damals in den alten Zeiten. Haben wir die, ja, wieder mal von unserem Opa, haben wir die LPG-Anlage wieder von unserem Opa geerbt. Und ja, es lohnt sich echt mal reinzuschauen. Wenn du natürlich keine Lust hast, uns beide zu hören, kannst du hier auch weiterhin, Opa, da bin ich gerade gegen Slack gerade gekommen, kannst du mir natürlich auch alleine weiter zuhören, das ist auch vollkommen in Ordnung. Und wenn du gar keine Lust auf Landwirtschaftssimulator hast, drück einfach mal B, genau. Nee, dann schau einfach mal woanders vorbei. Zum Beispiel 7 Days to Die lohnt sich auch. Und ja, ich hab's nicht vergessen. Zack, zack. Innenansicht soll ich benutzen. So. Natürlich habe ich auch mein Lenkrad hier angeschlossen. Habe ich ja versprochen, mache ich nach der nächsten langen Aufnahmesession. Ja, das war zwar nicht mit Kai, aber mit den Aerox. War auch vollkommen in Ordnung. Ja. Zack, Tempomat mal ein bisschen runtergestellt. Auf 10 km/h. Und wieder runterlassen. Ich weiß gar nicht, ob man mein Lenkrad überhaupt hört. Naja. Ich denke mal nicht, so laut ist das ja eigentlich gar nicht. Man hört vielleicht die Servos ein bisschen, aber naja. Jo. Und wir dreschen hier einfach weiter. Und ja, der Kai, ich weiß nicht. In der nächsten Aufnahmesession wird der Kai wahrscheinlich wieder mit dabei sein. Muss ich mal gucken. Und ja, jetzt kommen auf jeden Fall wieder halt anhalten. Regelmäßig die Folgen wieder raus. Und ja. Ich glaube, das ist fertig mit Stroh auskotzen. Ja. Uah. Gestern kam ja leider keine Folge. Halt. G drücken. So, einmal rückwärts fahren. Mal gucken. Ey. Ja. Also. Ja, hier, zack. Wie gesagt, gestern kam leider keine Folge mehr raus. Oder für euch ist das, glaube ich. Weiß gar nicht. Vorgestern? Ich glaube ja, vorgestern ist das für euch. Und ja, da kam leider keine Folge raus, da ich leider vergessen habe zu rendern und ich hatte auch noch Schule und da wollte ich nicht ganz so lange aufbleiben. Da war 2 Uhr leider schon viel zu spät und da wollte ich nicht auch noch ein Let's Play rendern und das wäre alles viel zu viel geworden. Und ja, so schlimm ist es ja nun auch nicht, wenn ich mal eine Folge nicht hochlade. Ja. Ach jetzt, ich wollte gerade einen Cut setzen. Ja, jetzt läuft es aber wieder flüssig. Ja, hervorragend. Nö. Das zu dem Thema, man sollte ein Spiel nicht loben.
Okay, dann würde ich sagen, setze ich mal einen nervtötenden Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und ich bin wieder da. Jo, und mal gucken, ob sich die Framerate diesmal wieder... Ja. Weiß ich gar nicht. Ob die Framerate, so. Diesmal stabil bleibt oder wieder total absackt. Naja, werden wir gleich sehen. Noch ein bisschen Licht anmachen. Lalalala. Mir fällt gerade ein. Lenkrad wollte ich benutzen. Lalalala. So, ich freue mich echt schon, wenn wir einen größeren Mähdrescher haben. Aber bis das... Ja, bis wir so einen uns leisten können, sind erstmal andere Dinge dran, die wichtiger sind. Was? Opa da. Na, 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 na. Eigentlich wollte ich den Tempomat anmachen, aber naja. So. Und ab aufs Feld. Dann können wir ja auch wieder Ballen pressen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir hier gar keine gepresst, oder? Haben wir die gepresst oder hat der Kai die gepresst? Ich weiß, dass er die Heuballen gepresst hat, aber die Strohballen? Ich glaube, die hier auf dem ersten Feld haben wir sogar noch gepresst. Oder ein Teil davon. Ich weiß das nicht mehr. Tut mir leid. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge wir überhaupt sind. Ich glaube, das ist die 43. Kann das sein? Ich glaube, das kommt sogar hin. Jo. Ja, da war ja was. Wo ist B? Da. Na, jetzt ist eh wurscht. Die Framerate hält sich bis jetzt noch in Grenzen. Sie bleibt eigentlich immer so um die 60 FPS. Ist eigentlich in Ordnung. Da habe ich nichts gegen. Lalalala. Und vorhin sind noch ein paar Weihnachtslieder im Together reingerutscht. In die Playlist. Ich weiß gar nicht. Hatten wir die hier auch noch drin? Ich glaube, die habe ich ganz vergessen rauszunehmen. Hier müssen wir wieder umdrehen. Lalalala. Jo. Lalala. Ich will mal zusehen, dass ich von LS15 auch mal ordentlich was im Voraus wieder aufnehmen kann. Dann ist das alles wieder ein bisschen entspannter mit den Aufnehmen. Dann kann ich auch mal ein paar Let's Shows dazwischen schieben. Ein paar Specials mal wieder aufnehmen. Zum Beispiel das Herbert Special musste ich leider auch wieder abbrechen. Da das mit der Zeit immer nie gepasst hat, denn fehlt mir hier noch ein paar Let's Plays denn da. Und bis jetzt habe ich eigentlich von jeder Staffel, sag ich jetzt mal, ja, passende Let's Plays bis auf LS15. Da fehlen mir hier noch ordentlich welche. So. Jetzt haben wir Together wieder angefangen, das ist auch ganz gut. So. Und ja. Singleplayer nehme ich natürlich auch auf. Für die Leute, die halt lieber mich alleine oder mir alleine zuhören möchten. Und ja. Gibt da ja so ein paar. Und die halt uns beide labern hören möchten, gucken sich das halt an. Oh nö. Ja, die Framerate bricht wieder zusammen. Lalalalalala. Finde ich gerade sehr toll. In Klammern Licht. Oh, mal gucken.
gucken, ob wir den Karren hier gebremst kriegen. Ach, jetzt läuft es wieder, okay. Seid mir nicht böse, aber ich glaube, nächste Folge stelle ich die Grafikeinstellungen doch noch mal ein bisschen runter. Weil die Cuts andauernd zu setzen, ist auch nervig. Einerseits für euch und andererseits für mich, das ist immer blöd beim Zusammenschneiden. Wobei im Singleplayer geht es eigentlich mit dem Zusammenschneiden, aber wenn denn noch andere Stimmen da hinzukommen, zum Beispiel wenn der Kai mit dabei ist, dann wird schon wieder ein bisschen, naja, schwieriger nicht, aber ich mag halt Cuts nicht. Das ist halt ein bisschen mehr Aufwand und ja. Wie sieht's aus? Geht's jetzt wieder besser? Hm, hoffentlich. Lala. Und ihr schreibt ja auch öfters in die Kommentare, dass euch diese Cuts immer aufregen. Oder nicht immer, aber ab und zu lese ich denn das doch mal, dass ich da so ein paar Nachrichten bekomme. Oh, mach mal nicht so viel Cuts, das nervt. Und so ganzer Kram. Jo. Ich meine, ich verstehe es auch. Also, mich würde sowas auch nerven, wenn einer einen dauernd Cut setzen muss. Ja, so. Deswegen versuche ich auch immer ein bisschen zu warten, denn wenn sich die Framerate gar nicht mehr wieder fängt, dann setze ich nur wirklich einen Cut. Also wenn es im nächsten Let's Play noch weiterhin so ruckelt, dann stelle ich die Grafik runter. Dann regle ich die ein bisschen runter. Ich könnte es auch mal damit probieren, den Lock von Fraps mal wieder zu lernen. Der ist doch wieder recht voll geworden, nachdem ich das Together mit den Aerox aufgenommen habe. Ja. Jo. Und dann wäre dieses Feld auch gleich fertig. Wäre der Kai jetzt hier, könnte er nebenbei noch Ballen pressen und dann direkt grubbern und wir sind voll. So. Zack. Ja, den Höhlemann brauchen wir jetzt. Zack. Oder nehme ich den Holzanhänger mit? Nee, komm, den lassen wir hier im Waldgott stehen. Nicht X. So. Kommen wir hier hoch? Ja. Kriegt unser kleiner Höhlemann hier schon hin? Unser Waldtrecker. Ich weiß nicht, möchte ich den verkaufen? Ich glaube, den will ich gar nicht verkaufen. Ich finde den irgendwie cool. Der macht Spaß. Also es macht Spaß mit denen zu fahren. Mhm. Auch wenn der sich ab und zu mal ein bisschen überanstrengen muss, aber naja. Das ist egal. Wenn es dann bergab geht, ist wieder alles in Ordnung. Und ja. Für solch kleine Arbeiten, Transportarbeiten werden wir den wohl noch öfters gebrauchen. Zack, ankoppeln. Jo. Und Attacke. Ab zum Mähdrescher. Na. Vielleicht werden wir auch bald drei Personen oder vielleicht kommt bald wieder eine dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den Dito oder New Lakes von Space Engineers oder vom LS13 Force Mod, da war er glaube ich auch sogar mit dabei. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Ein Stückchen noch, glaube ich. Ah, perfekt. So. Kurz warten, bis der Korntank leer ist. Also vom Drescher. Lalala. Und das könnte der Kai jetzt auch übernehmen, also er ist schon eine gute Hilfe. Würde ich sagen, packe ich den Anhänger einfach hier. Jo, hier. Ja, zack. Oh. Hier will ich rein. Und 3, zack. Um den Tempomaten zu aktivieren, genau. Um den Tempomaten zu aktivieren, muss man ja die 3 drücken. Wer hätte das gedacht? Na, na, na. Und ich überlege, soll ich denn hier grubbern oder ernte ich jetzt die ganzen Felder erstmal ab, dass der Kai was zu tun hat? Und mir fällt gerade ein. Ich habe die ganzen Mods noch drin vom Together. Oh, ich wollte gar nicht blinken. Die sollte ich auch mal dann rausnehmen, weil wenn es regnet, vergammeln die Strohballen draußen. Ja, das ist... Das ist nicht ganz so gut. Und es soll ja regnen, laut Wetteransage. Das heißt, im nächsten Let's Play oder nach dieser Bahn nicht alles mitbekommen. Ja. Ich versuche es zumindest. Jo, wenn die Bahn vorbei ist oder wenn ich... Ja, wenn ich am anderen Ende dieser Bahn bin oder am anderen Ende des Feldes, werde ich dieses Let's Play auch mal beenden oder diese Aufnahme. Und werde dann schleunigst mal die anderen Mods rausnehmen. Weil die brauchen wir hier nicht unbedingt. Halt. So. Und nochmal eben hier rüber. Ich glaube, gedüngt haben wir das Feld gar nicht, oder? Ich glaube noch nicht, ne. Wir haben auch noch gar keinen Düngerstreuer. Oh Gott, brauchen wir noch viele Sachen. So. Lalalala. Kurz nochmal zum Anhänger fahren und dann beende ich wirklich mal die Folge. Ich frage mich, warum ich kein Licht an habe. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und da werden wir hier entweder die Ballen pressen oder wir fahren mit Metrascher zum nächsten Feld. Das muss ich mal gucken. Aber auf jeden Fall werde ich die Mods mal eben rausnehmen. Also bis dann. Tschüss.